Parkmanagement an Sicherheitsabteilung. Sicherheit hört. Uns wurde heute Morgen Beobachtung von aggressivem und unnatürlichem Verhalten einiger Fleischfresser gegenüber anderer Dinosauriern und Gästen gemeldet. Ich würde Sie bitten, das Ganze mal anzuschauen und unter Kontrolle zu bringen. Habe soweit verstanden. Wir werden uns darum kümmern. Parkmanagement Ende. Dann wollen wir uns das Ganze mal anschauen. Ich bin sehr gespannt, was da denn los ist. Weil normalerweise kenne ich unsere Fleischfresser gar nicht so aufgewühlt. Aber jetzt auf den ersten Blick, also der Carcharodontosaurus, der schien jetzt eigentlich ganz normal, ist an mir vorbeigelaufen. Recht friedlich. Und ich würde sagen, wir suchen uns jetzt erstmal einen Ort, wo wir die Dinosaurier in Ruhe beobachten können. Ich stehe jetzt wirklich nur ein paar Sekunden hier. Und der Carcharodontosaurus scheint wirklich sehr, sehr aufgebracht zu sein. So kenne ich ihn gar nicht. Normalerweise ist er eigentlich immer ganz friedlich, zumindest mir gegenüber. Aber der scheint wirklich irgendwas zu haben. Er will auch gar nicht mehr aufhören. Ich hoffe jetzt nicht, dass er auf uns losgeht. Also irgendwas scheint hier absolut nicht in Ordnung zu sein. Der gute alte Chaka verhält sich wirklich seltsam und übermäßig aggressiv. Und er soll auch schon beobachtet worden sein, wie er wirklich sehr viele Pflanzenfresser gerissen hat, ohne diese auch zu verschlingen, sondern einfach nur aus Spaß oder Aggressivität getötet hat. Also sehr, sehr seltsam. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das vielleicht irgendein Krankheitserreger ist, der bei den Dinosauriern die Aggressivität steigert. Sowas in der Art wie Tollwut oder irgendwas anderes. Und ich denke, es wäre das Beste, wenn wir den guten alten Chaka einfach mal betäuben und in ein Forschungslabor geben zur Untersuchung. Aber vermutlich ist es jetzt erstmal das Beste, wenn ich mich selbst erstmal in Sicherheit bringe und das Ganze nochmal aus einer sicheren Position beobachte, ob die anderen Fleischfresser das gleiche Verhalten hier an den Tag legen oder ob es wirklich nur der gute Chaka ist. Aber mir wurde berichtet von Gästen, dass auch andere Fleischfresser schon sehr aggressiv gewesen sein sollen. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich diese Krankheit schon ein wenig ausgebreitet hat oder sowas. Aber wie gesagt, ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal irgendwo hin, wo wir etwas sicherer die ganzen Dinos beobachten. Oh mein Gott. Ich glaube, jetzt hat Chaka echt zu viel von uns. Der will uns jetzt fressen. Wir müssen jetzt Gas geben und ganz, ganz schnell hier uns in Sicherheit bringen. Die anderen Fleischfresser, die machen jetzt im Moment einen ganz normalen Eindruck. Also die scheinen mich gar nicht groß zu beachten. Aber das werden wir gleich von dieser erhöhten Position, wo ich jetzt hinfahre, hoffentlich genauer beobachten können und herausfinden, ob auch diese betroffen sind. So, dann zoomen wir mal ein bisschen rein und dann sehen wir da hinten einen T-Rex, der gerade einen Edmontosaurus durchs Wasser scheucht, aber das ist an sich ganz normal, weil die wollen einfach nur ihr Revier verteidigen. Da hinten der Giganotosaurus scheint auch relativ friedlich zu sein, steht da neben einem Gallimimus, sehr ungewöhnlich. Und oh, da kommt der Deinonychus und legt ein Gallimimus. Aber das ist an sich auch noch normal, aber er frisst ihn nicht, er geht einfach weiter, er hat ihn einfach nur getötet. Und läuft weiter. Also das ist wirklich, wirklich seltsam. Normalerweise töten unsere Fleischfresser hier nur, wenn sie Hunger haben. Und das ist wirklich ein ganz komisches Verhalten. Also es scheint nicht nur der Carcharodontosaurus betroffen zu sein. Ich habe das Spektakel jetzt hier eine ganze Weile beobachtet. Und nach meinen Erkenntnissen sind alle Fleischfresser übermäßig aggressiv. Also irgendwas scheint da ganz und gar nicht in Ordnung zu sein. Ich denke, das Beste wäre es, wenn wir erstmal einen der Dinosaurier, am besten den Carcharodontosaurus, betäuben und in ein Forschungslabor bringen und dann die Ursache dieser Krankheit herausfinden. Ich denke, es ist erstmal am besten, wenn ich jetzt hier Luftunterstützung anfordere. Sicherheit an ACU-Zentrum. Yo, Mann, ACU-Zentrum hört! Ja, hallo Kevin. Wir haben vermutlich einen Krankheitsausbruch im Park und es wäre gut, wenn du mit dem Helikopter losfliegen könntest und den Carcharodontosaurus einmal betäuben könntest, damit wir diesen im Labor untersuchen können. Jo, Chef, wird erledigt, Mann.
Over and out. Viel Glück, Kevin. Jo, ganz ruhig, Großer. Meine Güte, was ist denn hier passiert? Jo, jetzt beruhig dich, sonst komme ich da gleich mal runter, Mann. Eieiei. Noch ein toter Dinosaurier und der ist auch gar nicht angeknabbert. Ah, da steckst du ja. Ganz ruhig, Chaka. Onkel Kevin hat da was Schönes für dich. Oh shit, voll daneben. Nein, er will abhauen. Verdammt, der ist in den Dschungel gelaufen. Kevin, ein Ranger-Team, komm. Ranger-Team hört. Jo, ich glaube, ich habe ihn betäubt, aber er ist voll in den Dschungel hier gelaufen. Wir kümmern uns drum. Danke, Kevin. Over and out. Peace, Mann. Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass der Kevin ihn auch wirklich getroffen hat, ne? Sonst haben wir ein ganz großes Problem, wenn er da gleich noch wach steht im Dschungel. Wir sollten jetzt auch auf jeden Fall die Augen offen halten hier. Nicht, dass wir gleich von der Seite von einem anderen Fleischfresser angegriffen werden. So aggressiv wie die momentan sind, traue ich denen das auf jeden Fall zu. Ich hoffe mal, die Pflanzenfresser sind nicht auch davon betroffen, aber die scheinen mir momentan alle noch sehr, sehr friedlich zu sein. Also ich schließe das eher mal aus. So, irgendwo hier muss er ja sein. Ich würde sagen, wir gucken uns mal eben ein bisschen um. Okay, wir haben ihn gefunden und Kevin hat ihn erfolgreich betäubt, also sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir ihn eigentlich nur noch abholen lassen und dann muss sich die Wissenschaftsabteilung darum kümmern, dass diese Krankheit eingedämmt wird. Die Forschungsabteilung hat ganze Arbeit geleistet und einen Wirkstoff gegen dieses tollwutähnliche Virus entwickelt. Ich denke, der schnellste und einfachste Weg, alle Fleischfresser mit dem Impfstoff zu versorgen, ist es, diesen mit unters Futter zu mischen und somit möglichst schnell an alle Fleischfresser zu verteilen. Management an Sicherheit. Sicherheit hört. Sehr gute Arbeit, Sie haben alles unter Kontrolle gebracht. Eine wirklich gute Idee von Ihnen, das Heilmittel mit unters Futter zu mischen. Vielen Dank. Management over and out.